Kein Plan. I mean, Cobra und Theron haben ja gerade eine tatsächlich sehr, sehr starke Leistung gegen das Darkhand-Duo Absolut. hingelegt. Und ist dementsprechend hart zu sagen. Sketchy und Crew haben ja, das hat mir Cobra gerade eben erzählt, ja, das letzte, ich weiß nicht, ob es das letzte war oder das vorletzte, Doubles gewonnen zusammen. Dementsprechend schwer zu sagen auf jeden Fall, aber mal schauen, wie sie sich so schlagen. Ich mag den Snake Pick. Das ist einfach, das ist ein Pick, weißt du, das ist wie so ein bisschen wie Duck Hunt auf so nochmal so einem anderen Level. Oh, ähnlicher Abfuck-Faktor oder Ja, also auf jeden Fall sehr viel Projektile, die da jetzt durch die Gegend gehen, sind wahrscheinlich sogar nochmal so ein bisschen. Ich möchte jetzt gar nicht sagen präziser, weil ich habe einfach keine Ahnung von Duck Hunt, aber bei Snake, du kannst es einfach so mit deiner Side-B, wenn du da irgendwie einen guten Angle findest. Ich war ganz kurz verwirrt, ich dachte kurz, Cobra und hier, Sketty wären irgendwie ein Team und der hätte gerade gekillt, aber Moment, nee. Aber auch sehr ausgeglichen bis jetzt. Ja, auf also, jeden Fall. Bisher noch kein Match dabei gewesen, wo es irgendwie unfassbar eindeutig war, finde ich. Das ist ja eigentlich sehr schön. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sie spielen beide sehr, sehr, das heißt beide, alle vier, spielen sehr, sehr sauber runter, nutzen jegliche Opportunities da. Hier, man sieht so ein bisschen den Vorteil, den Snake hat, auch wenn die Granate nicht perfekt jetzt explodiert ist, wie sich Sketty das wahrscheinlich gewünscht hätte. Aber ich mag auch so diese Captain Falcon Snake Kombination, weil irgendwie beide sehen so vom Körper her so, man könnte fast denken, es ist so der gleiche Charakter. Der eine macht einfach so ein bisschen so Range Bullshit und so Captain Falcon, er geht einfach rein und hört aufs Maul. Ja, aber Cobra und Ethereum jetzt doch schon recht deutlich vorne. Ja. Ich glaube, Sketty könnte es ein bisschen mehr ranged spielen. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wird er wahrscheinlich seine Gründe haben, warum er es nicht tut. Ich glaube, das ist einfach so, wenn das so eine 2v2 ist, dann ist es einfach vielleicht schlauer, da so die ganzen Melee-Optionen, von denen Snake mehr als genug hat, auszunutzen. Aber jetzt auch hier findet sich Sketty in einem 1 gegen 2 wieder, was natürlich nicht super günstig ist für ihn. Und Therion auch noch mit 2 Stocks. Ja, auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Aber guck mal hier, holt sich da auf jeden Fall, zeigt, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Auch auf von der stressigen Situation. Aber das ist natürlich schwierig. Und da, guck mal hier, die Granate. Leider nichts geworden. Ich finde das einfach irgendwie immer so ein bisschen satisfying, auch wenn das so bestimmt richtig, richtig annoying ist, dagegen zu spielen, wenn einfach so ein Snake so richtig schönes Range Game hat. Okay! Ich wollte gerade sagen, da wäre ein Engel gewesen. Guck mal, der Cobra, ist auch schon so. War auf jeden Fall dann, also er hat es auf jeden Fall sehr, sehr spannend gemacht, absolut. Definitiv. Und ich fand, er hat den Snake da schon ordentlich gespielt. Ich fand, am Anfang sah es so ein bisschen nach Findungsphase aus. Ich meine, alle haben jetzt auch schon ein, zwei Spiele hinter sich. Sollten so langsam eingegroovt sein. Ich denke auch. Ich bin einfach, so, was ich so immer so an Snake so richtig nice finde, ist halt einfach so, wie schon gesagt, dieses Range-Game. Ich vermisse das gerade ein bisschen. Aber ich glaube einfach dieses 2v2 mit Team Damage, es gibt es einfach nicht her. Da muss man einfach, glaube ich, als Captain Falcon und Snake einfach besser eingespielt sein, weil du am Ende des Tages triffst einfach nur dein Teammate, weißt du, wie ich meine? Ja. Dementsprechend. Oh, aber guck mal hier, ich mag, wie er seine Granaten da wie so Fallen halt platziert. In der Hoffnung, dass vielleicht ja Cobra oder Therion einfach mal so einen kleinen Misstep macht. Ja. Also gerade wenn es so unübersichtlich ist, ne? Ja, total. Spielen Cobra, Cruel und es geht eigentlich häufiger mal zusammen, auch in der Konstellation, oder? Das weiß ich leider nicht. Okay. Aber, soweit ich das weiß, waren Cobra und Cruel oder Cobra und Sketty haben auch früher viel Action zusammen gemacht. Ja.
dementsprechend, die kennen sich da auch jedenfalls so ein bisschen schon, ne? Wissen so, was so die Stärken und Schwächen sind, für welche Moves die gehen, für welche Outplays die versuchen. Dementsprechend eben, ich sehe auch bisher relativ wenig Erfolg mit den Granaten von Snake, leider. Ich glaube, das liegt auch einfach straight up daran halt. Jetzt aber leichte Vorteile bei Ich gucke immer nach unten und da steht halt nicht Sketty, so ein Bliss. Was mich immer ein bisschen irritiert. Ja, ja. Nee, weshalb ich das gerade eben gefragt habe, ist, weil du ja gesagt hattest, dass man für die Kombi eigentlich ganz gut eingespielt sein sollte. Ich meine, generell bei Doubles sollte man wahrscheinlich ganz gut eingespielt sein. Ich meine, wenn du halt einfach die komplette Stärke von Snakes Range-Game halt rausholen möchtest, dann solltest du wahrscheinlich dich mit deinem Teammate sehr gut absprechen können, dass du da bestimmte Fenster einfach hast, in denen du reingehst, dann wieder rausgehst und in diesem Fenster wirft halt einfach Snake die Granate. Das müsste halt wie so ein Takt einfach sein. Stelle ich mir so irgendwie das gerade so irgendwie in meinem Kopf vor, dass das... Es klingt nicht schlecht, aber... Es klingt sinnvoll. Aber ich glaube, irgendwann, dann ist das auch einfach zu readable, glaube ich. Aber... Ich meine... Oh, ich mag den Footstool, aber leider ohne Erfolg. Auf jeden Fall relativ ausgeglichen, finde ich. Klar, Cobra Stockdown, aber das ist jetzt halt auch cool dementsprechend. Zwischenzeitlich sah es ein bisschen besser aus. Oh, ich mag, was Tyrion da gerade mit der Snake-Granate gemacht hat. Schön einfach das redirected. Das habe ich nicht gesehen. Einfach aufgehoben und auf Cruel geworfen. Das war... Also, ja, vielleicht ist das auch einfach der Grund. So zurück an Absender, so ungefähr. Ja, genau. So als Snake, ich glaube, wenn du so deine eigenen Granaten hast, dann weißt du auch ungefähr ganz gut, wie der Gegner damit umgehen wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn du jetzt einfach Captain Falcon bist... Und dein Gegner hat einfach noch die Möglichkeit, eine Snake Neutral Beat zu haben. Ich glaube, das macht einfach... Die ging auch direkt wieder zurück, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja, ich glaube einfach die Granaten. Ja. Ich glaube, das ist einfach der Grund, warum er auch jetzt einfach nicht so viel macht. Weil er einfach damit nicht so viel Erfolg hat in diesem Setting. Ja. So, ich weiß nicht, ob das so... Also, das würde ich überhaupt nicht sagen, dass das so sein Fehler ist. Aber vielleicht ist das einfach... Es passt einfach nicht so gut in einem 2 gegen 2. Ich glaube, das ist einfach nicht gut. Vielleicht ist er noch einfach... Wilder Guess, vielleicht ist das Snake auch einfach nicht der Pick. Das dachte ich nämlich auch gerade. Also ich würde fast davon ausgehen, falls sie diese Runde gewinnen sollten, dass auf einen anderen... Oh! Vielleicht ist Snake einfach doch der Pick. Oder auch nicht. Ui, die Überschreitung war schon heftig. Ja, es tut mir leid. Alles easy, aber... Also wir waren jetzt nicht hier das Snake-Game an Haten, aber dann letztendlich doch gegen Ende, wenn es dann halt in so einer 2-gegen-1-Situation ist, dann kannst du auch einfach nicht auf alles aufpassen. Du musst auf den Snake achten, du musst auf den Falcon achten und dann liegt da noch so eine Trap. Also, er straft uns Lügen. Ja, absolut. Ja, sind wir mal gespannt, ob er dann tatsächlich jetzt auch beim Snake bleibt oder, wie ich bis gerade eben noch prognostizieren wollte, einen anderen Charakter sich nimmt. Weiß ich nicht, da kenne ich tatsächlich Sketty nicht so gut, aber... Er bleibt tatsächlich dabei, wie wir jetzt gerade sehen. Ja, er gefällt mir, aber ich mag Snake, keine Ahnung. So, ich glaube, ich habe einfach noch nie gegen einen guten Elite-Smash-Snake gespielt, der mich die ganze Zeit mit Granaten vollwirft und richtig auf den Sack geht, aber... Nicht so wie beim Duckhunting. Nee, das Ding bei Snake ist immer so, wenn ich Snake-Mates am Spielen sehe, die machen so viel Arbeit für, meiner Meinung nach, so wenig Gegenleistung. Und ich denke mir immer so, okay, du hast jetzt gerade 100 Granaten insgesamt geworfen, aber am Ende des Tages hast du nur ein Game damit gewonnen, weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem, ich respektiere das einfach. Das ist einfach cool, dass die da einfach so dabei bleiben und immer so irgendwie ihr eigenes Vietnam-Game spielen. Okay, jetzt hauen sie aber gerade richtig, richtig brutal rein. Also, gerade kriegt so ein bisschen Sketty von Cruel aufs Maul, habe ich das Gefühl. Ja, der Team-Damage, der kommt natürlich einfach böse. Aber wer weiß, vielleicht hat er noch die... Gelegenheit, sich da dann privat noch irgendwie zu rächen. Aber okay, schön. Schöner Forward-Smash von Sketty auf jeden Fall. Fun Fact. Langsamster Forward-Smash im ganzen Spiel. Aber... Wenn er sitzt, dann sitzt er. So ungefähr. Ja, genau. Ja. Lässt sich da so seine Zeit.
Ich denke, auch wenn du halt so eine Panzerfaust direkt vor deine Füße schießt, dann musst du auch einfach so ein bisschen präzise sein. Ja. Aber, ja, okay. Die Beile Down Smash, der kommt einfach böse. Oh, ich wollte gerade sagen, cool, wenn er da jetzt keinen Jump mehr gehabt hätte, hätte schwierig ausgehen können. Wobei die Falcon Recovery sieht schon nicht sehr schlecht. Boah, also die Crowd die ganze Zeit im Hintergrund rastet aus irgendwas. Also ich weiß nicht, ob es dieses Game ist, was sie sehen, aber es geht auf jeden Fall ab. Da an der Edge wird sich. Aber guck dir das mal an. Cruel ist jetzt schon draußen. Ja. Oh, kriegt ja. Aber hier den Stock von Sketty geschenkt. Jetzt hast du auch nach unten geguckt. Oder? Ja, genau. Das ist wirklich so wie so eine Windows-Animation sah das aus. Oh, sehr schön. Sehr schönes Ledge-Game da von Sketty an der Stelle. Ja, was machen die noch? Hier, siehst du da die Granate? Oh ja, ja, ja. Genau. Sehr schön, das mag ich sehen. Liegt er sich einfach auf dem Boden, ja, dieser Pfeil, den interessiert Sketty nicht. Oh, das Ui. Wird noch richtig eng. Ja, aber wirklich, das wird jetzt spannend. So, wer da jetzt noch irgendwie da groß was holt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Byleth da noch irgendwie eventuell, also Therion, Stack machen kann. Ja. Und dann ist es dann vielleicht noch zum 1v1 gegen Cruel und Dings kommt. Aber die beiden wissen einfach, wie man den einfach sehr gut da rausmobbt, dementsprechend Sorgen um sein Leben muss sich Sketchy tatsächlich überhaupt nicht machen. Kommt hier mit dem ekligen Edge-Game. Oh, aber Falcon, ja, das sah gerade ein bisschen knapp aus. Ja, das ist... Ich finde das irgendwie so richtig schön, wenn Sketchy jetzt irgendwie so aus Joke Falcon einfach killen würde mit so dem... mit der Side-View offstage oder irgendwie sowas. Das war einfach gerade... Ein Gedanke, der mir in den Kopf gekommen wäre, das wäre ein bisschen based, weißt du, was ich meine? Immer so, yo, ich mache hier dieses 1v1. Aber guck dir das mal an, beide schlägt sich so insane geschlagen, wirklich, gibt überhaupt nicht auf. Holt hier auf jeden Fall die Prinzessin nochmal aus und oh mein Gott, wird da wirklich über Jahrhunderte von dieser Side-B gejagt. Ei, also das ist absolut stark von Therion.